Herr Kübach, wie hat sich das Klinikum Stuttgart mit IHE-Infrastrukturen auseinandergesetzt? Ja, bei uns liegt das schon ein bisschen historisch zurück, kann man fast sagen. Das heißt, der Erstkontakt zur IHE oder zu der IHE-Plattform, auf die wir jetzt dann unsere Verfahren aufbauen, war im Jahr 2010. Das heißt, wir hatten damals die Problem oder die Fragestellung, wie kriege ich aus verschiedenen radiologischen Informationssystemen Daten migriert. Grundproblem war damals unterschiedliche Patienten-IDs, überschneidende Nummernkreise und da fehlte uns halt eine Möglichkeit, über einen noch nicht vorhandenen Master-Patient-Index diese Daten dann strukturiert in einem Archiv abzulegen, das ja auch interoperabel fungieren kann. Und da war dann der Schritt, eben das über eine IHE-Infrastruktur aufzubauen, und das war der Ansatz, den wir bis heute dann weiter betreiben. Also ohne das wäre es nicht gegangen. Herr Massier, wie ist denn der aktuelle Stand bei Ihnen? Der aktuelle Stand, also wir haben es die IHE-Plattform soweit geschaffen. Wir werden jetzt hergehen und die mobile elektronische Patientenakte bei uns flächendeckend einführen. Zwei Kliniken sind damit schon ausgestattet. Die dritte Klinik folgt jetzt nächste Woche. Und wir nutzen diese Plattformstrategie, um Dokumente aller Arten quasi anzuzeigen in dieser elektronischen Patientenakte, mobilen elektronischen Patientenakte. Und Dokumente, die wir dort erstellen, bearbeiten, versioniert in dem Speicher praktisch abzulegen. Wer beteiligt sich mit seinen Lösungen bei diesen Projekten? Also die IHE-Plattform kommt von Firma Tiani. Merz ist da bei uns der Ansprechpartner. Dann haben wir die mobile Lösung. Die mobile elektronische Patientenakte wird zusammen mit Lohmann und Bürgner durchgeführt. Die Applikation nennt sich CheckPad Med. Frau Haverkamp, was tut sich am Uniklinikum Aachen im Kontext von IHE und AMTS? Ja, in der Uniklinik RWTH Aachen haben wir uns schon ungefähr seit 2010 auch mit dem Thema überhaupt Medikationsunterstützung beschäftigt. Und da kam uns 2011 das Entscheiderfabrik-Projekt Medikationsunterstützung einfach wie gerufen, haben wir natürlich sofort hier geschrien, mitgemacht und haben in dem Rahmen dann eben tatsächlich die Kommunikation zwischen unserem KISS Medico und dem AMTS ID PharmaCheck eingeführt, und zwar so, dass wir wirklich einen integrierten Prozess von der Aufnahme über die Umsetzung auf die Hausliste, über die Verordnung von zusätzlichen Medikationen, Anpassungen, AMTS-Check natürlich auch, bis dann zum Schreiben in den Arztbrief umgesetzt haben. Dann haben wir aber gemerkt, naja, dieses Eintippen von Hand ist schon ziemlich zeitaufwendig, sodass wir uns gefragt haben, wie kriegen wir denn möglichst gut die Sachen da rein? Und damals war dann die Überlegung, okay, die Hausärzte, die haben das ja, schaffen wir es jetzt schon vielleicht in irgendeiner Form, diese Daten elektronisch strukturiert zu kriegen. Also haben wir nach Hausarztsystemen gesucht, die dieses Medikationsaddendum vom damaligen VHIDG-Arztbrief umgesetzt haben und haben über die Fallakte, die wir ja auch betreiben, diese Sachen in unser AMTS und von dort aus ins KISS geholt. Und das war an der Stelle unser zweites Projekt 2013. Jetzt 2015 kam das Projekt auch von Jena angestoßen, diese ganzen Medikationsdaten als CDA zum Bundesmedikationsplan in eine IHE-Struktur zu verspeichern. Und auch da haben wir wieder begeistert gesagt, ja, machen wir mit, weil das genau eben die nächste Lücke dann angefasst hat, dass wir die Daten eben strukturiert auch wieder verspeichern können und strukturiert zur Verfügung stellen können und eben strukturiert dann über so Snapshots von Zuständen, die man per CDA festhält, tatsächlich dann auch am Ende so eine Verlaufsdokumentation der Medikation in verschiedenen Use Cases festzulegen. Ja, und das haben wir dann jetzt erfolgreich abgeschlossen und freuen uns auf weitere Projekte. Herr Ammann, was tut sich an der Uniklinik Jena im Kontext von AMTS und IHE? Ja, das Universitätsklinikum Jena hat erste Erfahrungen mit IHE im Rahmen eines Telemedizinprojektes gesammelt. Das war 2013. Da haben wir Gesundheitseinrichtungen, hauptsächlich im niedergelassenen Bereich, Hausarztpraxen, Facharztpraxen, Pflegeheime, Pflegedienste, aber auch Apotheken miteinander vernetzt, die sich gemeinsam um vor allem Demenzpatienten kümmern und haben auch da schon erste Erfahrungen zum Bereich E-Medikationen gesammelt. Dann haben wir gemeinsam mit der Uniklinik RWTH Aachen an dem Entscheiderfabrikprojekt teilgenommen und parallel zu diesem Projekt kam auch die Entwicklung des neuen Bundesmedikationsplans auf. Und da sahen wir den Bedarf, diesen Bundesmedikationsplan auch für das Medikationsmanagement in Krankenhäusern und Unikliniken einzusetzen. Und das Ganze in Verbindung mit IHE, das Universitätsklinikum,
führt ein neues IHE-Archiv ein und digitalisiert seine Papierakten im Zuge des Klinikums Neubaus. Und wir wollten im Zuge dieser Veränderungen auch das Medikationsmanagement durchgängig elektronisch abbilden, sodass wir hier den Bundesmedikationsplan mit einbinden können. Ja, im Entscheiderfabrik-Projekt konnten wir integrieren unser neues Archivsystem, das Tiani Spirit EHR von der Firma Merz, gemeinsam mit der neu eingesetzten Verordnungssoftware von der Firma IDMedics und unserem Viewer, dem Merz Desk Viewer, für die Ansicht der IAE-konformen Dokumente. Herr Dr. Meyer, warum engagiert sich die Entscheiderfabrik auf der DICOM-Tagung 2016 mit diesen Themen? Ja, die KISRIS-PAX-DICOM-Tagung ist natürlich traditionell mit all diesen Themen beschäftigt, die natürlich auch aus der Entscheiderfabrik herauskommen. Traditionell richten wir dann hier schon immer die sogenannte Entscheider-Session aus und das, was wir in dem Entscheider-Zyklus zwischen Entscheider-Event, wo dann halt von den Kliniken die fünf Schlüsselthemen gewählt werden, wo dann die Kliniken sich auf die Schlüsselthemen draufwählen können und dann das zusammen ausarbeiten im Team, Industrie, Klinik, Berater und dann auf dem Sommercamp sozusagen in die heiße Phase einsteigen und dort zusammenkommen und anhand von Speed Presentations ihre ersten Ausarbeitungen feilen, nach vorne bringen und sozusagen das erste Lösungskonzept erarbeiten, was dann bis zur Medica, ich sag mal, feingeschliffen wird oder aber wo dann direkt nach dem Sommer kommende Teststellung, ein Proof of Concept passiert. Das präsentieren wir in der Regel eigentlich immer hier auf dem DICOM nach dem Motto Neues vom Brandherd. Also fang frisch sozusagen die Informationen, was auf dem Sommercamp ausgearbeitet wurde. Aber da die Entscheiderfabrik dieses Jahr 10 Jahre alt wird, haben wir das dieses Jahr mal ein bisschen anders gemacht. Das heißt, wir haben nicht Aktuelles vom Sommercamp präsentiert, sondern Erfahrungsberichte. Was ist denn aus diesen Projekten geworden? Und da hier auf der DICOM natürlich traditionell immer das Thema IAE sehr weit vorne steht, Integrating the Healthcare Enterprise und sozusagen die Services und Profile, die die IAE geschrieben hat, haben wir natürlich IAE-Projekte oder auf Deutsch EFA-Projekte auch ausgesucht, die in der Entscheiderfabrik gearbeitet wurden. Nach dem Motto, wir gucken mal zurück und dann heißt es ja auch, seit 2010, seit sozusagen 6 Jahre konnten wir zurückblicken und konnten aufzeigen, was denn die einzelnen Kliniken, Stuttgart, Jena, Vivantes, Aachen, erreicht haben in eben diesen fortschrittlichen IAE-Projekten hin zu einer serviceorientierten Archiv- und Interoperabilitätsplattform.